Hallo Leute und willkommen zu Batman Arkham Knight. Okay, schön, dass die sich hier verstehen. Ich fucking weine. Ihr seht doch hier Edward Nigma stehen. Was nur bedeuten kann, dass ich Edward Nigma offensichtlich geschnappt habe, was nur bedeuten kann, dass ich seine letzten Missionen gemacht habe und den Endkampf gegen ihn. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, ja, aber gezeigt hast du den nicht. Wollte ich ja, ich hatte die Folge quasi aufgenommen, aber als ich die Aufnahme beendet habe, hat das Programm geladen und geladen und geladen und dann hat sich's aufgehangen. Was bedeutet, dass jetzt die Aufnahme im Arsch ist und da Batman Arkham Knight nun mal ein Spiel ist, was ausschließlich Checkpoints hat, keine manuellen Speicherstände, bedeutet das, dass ich jetzt zwei Möglichkeiten hätte. Entweder wir lassen jetzt einfach den Riddler weg, obwohl ich kurz davor war und obwohl ich sau viel Zeit da reingesteckt habe, sämtliche Rätsel zu machen. Oder aber ich nehme meinen Zweitspielstand, bei dem ich einen Fortschritt von genau 30% habe. Ihr könnt euch also entsprechend vorstellen, wie viele Riddler-Rätsel noch da sind. Und macht das jetzt alles nochmal neu. Und obwohl ich es absolut hasse und bitte, ihr müsst mir das verzeihen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, wir lassen den Riddler jetzt für dieses Spiel weg, weil ich habe beim besten Willen nicht die Zeit, das jetzt alles nochmal zu machen. Das geht einfach nicht. Ich habe auch noch andere Inhalte beim Leben. Bitte, bitte seht mir das jetzt nach. Ihr dürft jetzt gerne diesem Video Dislikes geben, bis YouTube zerbricht, aber ich kann auch nichts dafür. Das Kackprogramm ist abgekratzt. Wie gesagt, man kann es leider nicht nochmal jetzt irgendwie, ich kann jetzt keinen früheren Spielstand laden, wo ich kurz davor war, Eddie zu battlen. Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich hätte es gerne gezeigt. Es war ziemlich cool. Es ist wirklich ziemlich cool gemacht. Es ist zwar in Sachen Unglaubwürdigkeit kaum noch zu überbieten, aber es ist wirklich cool. Eddie hat nämlich einen Riesenkampfroboter gebaut, also so eine Art Mech-Suit und den bekämpft man zusammen mit Catwoman. Der Kampf ist zwar nicht sehr schwer, auch wenn man das bei so einem riesigen Mech-Anzug glauben könnte, aber ja, es ist wirklich zum Heulen. Ach ja, tut mir leid. Also dann, ja, gebt einfach mal ein bei YouTube Batman Arkham Knight Riddler Bossfight und dann könnt ihr euch das da auch nochmal angucken. Also es ist wirklich nicht viel. Es wäre halt wirklich nur der letzte Raum gewesen, der letzte Riddler-Raum. Der funktioniert so ein kleines bisschen, das ist ein Verschieberätsel, wo Catwoman sich auf so Plattformen stellen muss, damit die dann da fixiert bleiben. Und dann muss man die praktisch so verschieben, dass da Laser, die von oben aus der Decke kommen, mit dem Boden connecten können. Und sobald man das einmal gemacht hat, dann kommen da halt so ein paar Mal so Sägeblätter über den Boden hin und her, Gewalt, den Catwoman ausweichen muss, mehr ist es nicht. Und dann kommt halt der Endkampf gegen Eddie. Also was ich wirklich, also glaubt mir, niemanden stört das jetzt gerade mehr als mich, weil wenn ich den Riddler jetzt weglasse, da hätte ich ihn ja auch gar nicht erst machen müssen. Da hätte ich mir nicht die Mühe machen müssen, hier wirklich stundenlang. Ich kann es ja gerne jetzt wirklich nochmal endgültig, Sekunde, zum Beweis zeigen. Halten das Menü will ich. So. Ich kann es ja gerne nochmal zum Beweis zeigen, dass ich hier wirklich alles gemacht habe. Ihr seht übrigens immer, wenn man so eine Gruppe voll hat, schaltet man so ein paar Audiodateien frei, die recht interessant sind. Das hier waren so die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Die waren in dem Tunnel, wo wir damals die zweite Pflanze von Poison Ivy gesucht haben, als das Gras überall in der Stadt war. Falls ihr euch erinnert. Hier hat man halt jetzt Sachen von Scarecrow. Denke aber mal, muss ich jetzt nicht vorspielen, oder? Es ist halt nur nochmal so ein kleines bisschen Background. Hier bei Stack zum Beispiel, da kriegt man halt dann so mit, wie er erst mit Scarecrow zusammengearbeitet hat und die dann hintergangen hat. Bei Harley bekommt man halt mit, wie Henry mit ihr Kontakt aufgenommen hat, wie die Zusammenarbeit entstanden ist. Es ist halt einfach wirklich nur mal so ein kleines bisschen Background. Und hier hast du den Arkham Knight. Ich weiß nicht genau, ich
Das wird wahrscheinlich irgendwie sein, wie Scarecrow zu ihm kommt und mir anbietet, Drache an Batman nehmen zu können. Okay, also ist ganz nett, aber ich wollte es nur nochmal zeigen, so zum Beweis, dass ich halt wirklich jetzt, also ich hab's versucht, ich hab alles gemacht. Auch wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. So, dann schalten wir jetzt hier noch ein bisschen was frei. Alter. Okay, machen wir. So. Haben wir zwar auch nicht alles freigeschalten, was seltsam ist. Ich dachte, man schaltet wirklich alles frei. Aber ich habe ja alles, was ich will. So, jetzt also genug gejammert und gelabert. Also so leid, wie mir es tut. Eigentlich, also, naja. Ist jetzt egal. Wir kommen jetzt zum Finale, denn wir haben alles gemacht. Alle Bösewichte außer Scarecrow sind jetzt hinter Gittern und Scarecrow selber soll wohl in der Nähe der Panessa Studios sein, beziehungsweise ist Jim Gordon hier gesehen worden, weil er sich wohl mit Hilfe seiner Stimme Zugang zu den Studios verschafft hat. Und da wir leider wissen, dass Scarecrow nach unseren Verbündeten Ausschau hält und hier Robin noch eingesperrt ist, naja, müssen wir natürlich schnell hier hin. Und das wird jetzt auch wirklich in relativ großen Schritten das Finale einläuten. Achso, nee, wir müssen... Open. Okay, ja. Das haben wir nur gebraucht, als Harley hier alles unter Kontrolle hatte. Oh, Junge. Das wird mich ewig verfolgen. Ich mache dafür irgendwann Batman Arkham Origins, okay? Als Ausgleich. Irgendwann. Tim. So, oh there boy. Goes another boy wonder, lost to another super villain. If it's any consolation, I can't see him matching my incredible work with Jason, can you? Scarecrow will probably just pump him full of fear gas, then slit his little throat. Oh, what a waste. Wer weiß, vielleicht kreiert er ja den Scarecrow Knight oder so. Kiddo, the real dynamic duo. There, try those eyes. Seriously, when are you gonna learn? Every time you let someone come between us, they end up dead or crippled or brainwashed into killing you. Take a hint, old boy. We may have had our differences, but you and me, we're made for each other. Ja, ich fürchte irgendwie auch. Looking for someone. You should know by now that nowhere is safe. The Commissioner was so eager to betray you earlier, when his daughter's life depended on it. And now, I have your Robin, the caged bird. Fascinating that your fears would drive you to lock your closest ally in a prison cell. Now those same fears will make you do as I say. There's a storage depot in Kingston. Go there, alone. Prepare to take off that mask, or your friends will die. Now we're talking. Okay, ich muss echt sagen, Scarecrow in Arkham Knight ist einer der geilsten Batman-Bösewichte, die je geschrieben wurden. Ohne Witz, ich liebe das. Was Gordon with them? The commissioner? Yeah, I think so. Kinda hard to tell with all those bruises on his face. Someone did a real number on him. Mr. J would have been proud. Okay, nichts Nützliches, dachte ich mir ja schon. Jetzt mal ohne Scheiß, er hat zwar leider diesen einen Makel, dieser eine Makel, die Tatsache, dass er halt wirklich nur am Ende verlieren wird, weil er eben einfach so endlos lange damit wartet, Batman endlich auszuknipsen. Er hätte schon tausendmal gewinnen können. Good for you. You save your friends, I get another token toxin. Hang on, what if Sackface kills you once he's had his fun? I changed my mind, we don't have to go. Caring for friends is overrated, especially yours.
They can't be left alone for 5 minutes without being kidnapped. Da hat auch nicht ganz unrecht. Okay. Nach allem, was Batman ihnen beigebracht hat, sollten die eigentlich jemanden wie Scarecrow entkommen können. He wasn't safe. And he is now? He'd take a bullet for you, Bruce. We all would. But you left him defenseless. You didn't even give him a choice. I'm sorry, Bruce, but you have to get him back. Whatever it takes. So it's decision time, Bats. Give yourself up to Scarecrow and get us both killed? Or is it time for the new dynamic duo to hit the streets? Oh, es wäre so geil, wenn man jetzt ein böses Ende freischalten könnte, wenn man das wirklich macht. So, okay. Ja, weil man muss, um den Gedanken von eben jetzt mal zu beenden, also wirklich, Scarecrow schafft das halt wirklich ein ums andere Mal immer wieder hier eine Bedrohung aufzubauen in dem Spiel und vor allen Dingen eine ernsthafte. Er kann zwar Batman direkt nicht gefährlich werden, aber die Tatsache, wie er es halt immer wieder schafft, an Batmans Freunde und an die Polizisten und so weiter ranzukommen. Also wie gesagt, Batman mag am Ende vielleicht gewinnen, aber niemand kann behaupten, dass Scarecrow nicht am nächsten rangekommen ist, ihn zu Fall zu bringen. Dann wieder bei all dem Aufwand. Achso, ich muss das allen Ernstes jetzt erst nochmal manuell auswählen. Es gibt doch nichts mehr an das Spiel. I'm going to give myself in to Scarecrow. It's the only way to save Robin and Jim. Consider your decision wisely, sir. There could be no coming back from this. Tja. Ich glaube, wir sind definitiv an dem Punkt angekommen, wo es kein Zurück mehr gibt. Ja, was sagen wollte. Andererseits trifft natürlich hier auch wieder dieser Spruch, also so ähnlich von Thanos in Infinity War zu, wo er halt so sagt, so all das, all der Aufwand für einen kleinen Tropfen Blut. Und das ist hier so ähnlich, weil, wisst ihr, also Scarecrow hat die komplette Stadt evakuieren lassen. Er hat hier eine Privatarmee aufgefahren. Er hat mit mehreren der größten Bösewichte, die Gotham kennt, zusammengearbeitet. Und das alles letzten Endes nur, ja, um den Batman zu Fall zu bringen. Also Batman ist all dem, was hier aufgefahren wurde, ebenbürtig. Also, das kann man auch nicht verleugnen. Aber ja, wie gesagt, ich will Scarecrow hier nicht mindern. Der ist einfach nur fantastisch geschrieben und auch vom Synchronsprecher fantastisch gesprochen. Wirklich sehr, richtig, richtig furchteinflößend. No bones left to break, no heads left to crack. No pinky fingers left to, well, you know, sort of bend backwards into a custom-made vice and slowly crush while you apply electric shocks to your victim's eyeballs. Oh, I always knew I'd be there when you died, Bats. I just didn't realize I'd be in your head. But who knows? Maybe Scarecrow will pump you full of gas and let me go. Leute, ihr ruiniert gerade den Moment, ne? Das macht mich richtig sauer, Alter. So. Jetzt lasst ihr mich immer in Ruhe. Hier ist das Red Hood-Symbol. Na, gibt euch das einen Hinweis, was eventuell noch passieren könnte? Okay. Da wären wir. Ein meiner Meinung nach sehr ähnlicher Moment zu dem Moment, als wir in Arkham Asylum damals dann dem Joker entgegentraten. In diesem Raum mit diesen ganzen Puppen da. All is lost. Holy crap, ist das ein geiler Raum. Your fears got the better of you, I see. How fitting that I will win. And Batman's life will be over. Not because of what I have done to your precious city, but because you are scared of what I will do to your friends, your family. They are your weakness, hiding just below the surface. I'm sure that you're scared of what will happen when I tear that mask from your face. What will we find? Your true identity? Or proof that without your mask, you are nothing. Impotent, powerless, afraid. Leave your equipment on that table. And we can find
keine Wahl mehr. Es geht los. Dreimal dürft ihr raten, wo es zu Ende gehen wird. Also, wo er uns hinbringen wird. Und hier ist natürlich Angstgas drin. Master Bruce, can you hear me? I'm detecting someone tracking your movement through the city. I knew he would. I think I may have missed something, sir. Who are you talking? Die is cast, Batman. And from now on, I need your undivided attention. The nightmare is almost over. Your failure almost complete. I can see it. And soon the whole world will see it too. Your eyes betray you. Der Albtraum ist alles andere als vorbei. Wisst ihr, wo wir sind? Monarch Theater. Von all den Orten, wo wir hätten landen können. Crime Alley. Natürlich. Such a happy couple. Shame about the kid, though. Poor little Brucey never quite got over it now, did he? Well, there's no point crying over spilled blood. It's time to move on, kiddo. Let go. Take a load off. Join your parents. Uncle Jay will take it from here. Oh nein. Das ist halt echt diese krasse Gefahr. Und das Geile ist, ne? Scarecrow weiß nicht mal. Oh, Alter, der tötet die halt, ne? Scarecrow weiß ja nicht mal, was genau das Angstgas macht, wenn Batman es einatmet. Das ist wirklich ein cooles Detail, also ihr müsst da echt drauf achten. Er tötet Joker hier bei jedem Mal. Das Rekord gebrochen, wie Bane ihm damals das Rekord gebrochen hat. Beziehungsweise wie Bane ihm das Rekord in einer gewissen Comic-Linie Zeitlinie bricht. Ich weiß gar nicht, ob das in Origins passiert. Ja, tu es. Es gibt übrigens, glaube ich, auch einen Comic, wo Batman dem Joker wirklich das Genick bricht. Allerdings eben nicht so, dass es ihn tötet, sondern ihn nur paralysiert. So you finally lost it, eh? Finally snapped. My neck. No denying it this time. You've got the mind of a killer. And that mind is mine. It's over, Bruce.
You crossed the blood-red line. And now Scarecrow's going to set me free.